Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Pickup-Video von mir. Und zwar habe ich wieder, ich glaube, 12 gute, geile Spiele für euch. Ich konnte es mal wieder nicht lassen, habe zugeschlagen und alles sowas. Habe gerade noch ein bisschen eine Woche Urlaub. Und zeige ich euch jetzt, was ich gefunden habe, aber erst nach meinem Intro. So, da bin ich auch schon wieder und ich habe ein paar Kleinigkeiten für euch als Überraschung. Und zwar als erstes gleich für den Nintendo DS Winter Sports 2009. Hat sich meine Frau tierisch drüber gefreut. Wir haben das damals immer auf der PlayStation 1 gespielt. Und sie freut sich, dass sie das jetzt auch für unterwegs hatte. Und ja, tadelloser Zustand, tipptopp. Konnte ich mir auf eBay für 3 Euro, war schon der Knaller, muss man ehrlich sagen. So, dann geht's weiter. Ein Pfund bei Otto. Und zwar Star Wars. Und zwar Jedi Knights 2 und Jedi Knights Jedi Academy. Diese beiden Doppelpack hat mich gekostet, jetzt kommt der Hammer, 15 Euro bei Otto. War eine coole Geschichte, musste ich natürlich zugreifen. Ich meine, das Ding sealed in die Sammlung zu packen, wird nicht sealed bleiben, das spiele ich hundertprozentig. Ich bin ein Star Wars Fan und deshalb muss Star Wars auch gespielt werden. Star Wars für die PlayStation 4. Ihr seht schon, wird interessant heute. So, dann habe ich ein Spiel, das fand ich ganz lustig. Das ist so ein kleines Horror-Adventure. Tengen, The Tale of Shadows. Ist so wie man sich das vorstellt. Du spielst da ein Mädel und ich kann das eigentlich gar nicht erklären. Das ist ein richtig faszinierendes Spiel. Du wohnst in so einem Haus und guckst dann raus und siehst so ein Teddy und musst hinterher und ach, das ist echt schwer zu erklären. Guckt euch da mal Let's Plays an zu bei YouTube. Oder ich mache vielleicht mal da ein Let's Play zu YouTube. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr Bock habt, ob ich das mal als Let's Play spiele. Weil ich fand's ganz cool. Ich stehe ja auch so eine kleinen Horror-Schreck-Games und alles sowas. Und Hardcore. Ja. 10-year-old Emma, intrigued by the disappearance of Thomas Kane, is determined to investigate. With the help of mysterious teddy bear, Fenton, Emma explores the huge rooms of Kane Mansion. The only way to pursue the quest is to join forces, each in their own dimension. With the help of her lantern in each room, she will have to think of the best way to progress by creating shadows. It is only these shadows, created by moving furniture, opening valves and using levers and switches, that Fenton can move. Progress will be complicated or slowed down by magic traps and puzzles to solve. At the end of each chapter, Emma and Fenton will have to contend with massive horrifying creatures and complex puzzles. Tandem, A Tale of Shadows is fun, immersive and sometimes tricky. But don't be fooled. Even if you are charmed by the richness and sweetness of the Tandem universe, if you're not clever or fast enough, be prepared to die in many ways. Be strong, be brave, be smart. So, weiter geht's. Dann nochmal PS4 und zwar The Last of Us 2. Ihr wisst, ich habe vorher mal gesagt, ich spiele Last of Us 1. Bin, glaube ich, auch fast durch. Zeitmangel. Ihr wisst ja, ich war in Amsterdam. Und ja, danach wird gleich The Last of Us 2 gespielt. Wichtig, wichtig. Mal gucken, wie das ist. Ich habe ja gehört, das Ding ist so ein bisschen in die Kritik geraten. Aber was willst du machen? Ich will sehen, ob es genauso gut ist wie der erste Teil. Ich habe ja Sachen gehört. Oh mein Gott. Gut, The Last of Us 2 für die PS4 geht in die Sammlung. So, kommen wir zu einer nächsten Konsole und zwar zur Wii. Und da haben wir Wall-E. Ja, ihr werdet lachen. Ich bin ein gestandener Kerl und habe mir diesen Film 3-mal schon angeguckt. Ich mag Wall-E irgendwie. Irgendwie ist das meins und habe das dann bei eBay für einen kleinen Taler, schmalen Taler gefunden. War ganz begeistert. Und ja,
ich werde Wolli mal spielen, weil ich halt doch ein kleiner Fan von Wolli bin. Für die Wii geht in die Sammlung. So, als nächstes habe ich ein Spiel gefunden. Dragon Blade Fright of Fire für die Wii. Also, ganz ehrlich, ich habe mir ja einige Videos über die Wii angeguckt. Und solche Spiele, wo sie sagen, wir haben alle in unserem Video drin, habe ich nie gesehen. Also erklärt mir bitte mal, warum man so eine Spiele zwar findet. Ich war ganz, ganz verdattert, dass ich so ein Spiel gefunden habe. Und so ein richtiges, schönes Action-Adventure kann man machen. Tadelloser Zustand, hat auch nur ist gut, ein Zehner diesmal gekostet. So, als nächstes für den Fanboy, Wii NCIS. Ich bin ja ein NCIS-Fan, ich gucke ja NCIS sehr gerne. Nachdem hier auch schon Tausende gegangen sind und alles sowas, ziehe ich mir NCIS sehr gerne rein, die Serie. Die läuft immer noch, die läuft schon ewig. Für die Wii geht in die Sammlung. So, dann ein kleines Highlight. Captain America für die Wii, auch eine schöne Sache. Super Soldier, erster Teil, muss in die Sammlung. Gerade auch als Marvel-Fan. Ja, ich bin Star Wars und Marvel-Fan. Ah, ich bin auch Star Trek-Fan, aber ich weiß ja nicht. Ich gucke mir den ganzen Schnodder, ich bin Richard Nold. So, ja, geht natürlich in die Sammlung. Hat sogar wenige gekostet, habe ich für 6 Euro bekommen. Auch eine schöne Geschichte. Dann ein Spiel, was mir ein Bekannter gegeben hat, wo ich sagen muss, ja, ist schön. Da sagt er, ja, er hatte mal eine Wii und er hat jetzt Keller aufgeräumt und alles sowas. Und hat so ein paar Kleinigkeiten gefunden, unter anderem Avatar, der Pfad des Feuers. Kann ich mir jetzt noch nichts drunter vorstellen, muss ich mal reinlegen, mal spielen. Auch im tadellosen Zustand, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich erstmal die Schaufschicht so ein bisschen abwischen. Aber, schöne Geschichte, kommt in die Sammlung, bin auch ganz begeistert. Spiel für die Wii, muss auch sein. So, dann eins, was sich meine Frau gewünscht hat und was vom Preis her jetzt nicht ganz so günstig war. The Original Diabolic Sin. Ja, hat sich meine Frau gewünscht, hat sie gesehen und meinte, ja, kannst du nicht mal? Und ich so, uff. Vom Preis her ist es jetzt nicht gerade das Schnäppchen, aber kann man mal machen. Sieht auch cool aus, muss man ganz ehrlich sagen, sieht wirklich cool aus. Coole Geschichte. Ja, kann man mal machen. Geht also in die Sammlung The Original Diabolic Sin. Gott, immer diese Aussprache. Redeemer hatte mal gesagt, er mag es immer nicht, wenn Leute vor der Kamera stehen und die Dinger nicht aussprechen können. Kann mir mal jemand erklären, wie man manche Sachen ausspricht? Das ist. Mal sagt jemand so, mal sagt einer so, mal sagt so. Naja, egal. So, kommen wir zum PlayStation 2 und zwar zu Khan. Cooles Ding, hatte ich reingelegt, hatte ich mir mal ein Video angesehen. Es ist wirklich ein cooles kleines Spiel. So ein bisschen Action-Adventure-mäßig, coole Geschichte. Habe ich gesehen. Hat mich jetzt auch nicht gerade wenig gekostet, aber war auch jetzt nicht so extrem teuer. Kann es euch ja mal sagen, hat mich so knapp 12 Euro gekostet. Aber wenn man es in der Qualität haben will mit Anleitung und alles sowas, beiß ich da schon mal in den. Beiß ich da rein. Ja. So, dann ein Spiel, was ich ganz süß fand, habe ich durch Zufall gefunden, hat mich 6 Euro gekostet. Zappa! Eine totale durchgeknallte Grille. Ja, wie ich habe noch eine total durchgeknallte Grille. Nein, Quatsch. Sieht lustig aus. Ich stehe ja auf so lustige Spiele. Und gerade PlayStation 2, wo du jetzt nicht von der Grafik so viel erwarten kannst, hat ja auch immer Bock gemacht, so ein bisschen auf witzig und humorvoll zu machen und so. Und ja, Zappa, warum nicht? Kann man mal machen. Ich hab's gern gehabt. Und ich spiel's auch gerade ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Müssen wir einfach mal schauen, wie es ist. So, das war also dieser doch sehr große Stack hier. War eine Menge Schnodder. Und ja, es ist schön. Es sind schöne Sachen dabei. Star Wars ist dabei. Eine Menge Nintendo. Also wenn man diese Wii-Dinger hier sieht, eine Menge Wii. Wurde ja auch mal wieder Zeit, mal ein bisschen Wii zu bekommen und mal wieder ein bisschen Wii in die Sammlung zu stellen. Es wird ja nicht weniger, wie ihr seht. Es wird ja immer mehr. Ich mache jetzt da schon langsam Platz, weil die 360 ein bisschen in die Richtung ausweicht. Von der Xbox One reden wir gar nicht. Da musste ich unten schon anbauen. Ja. Das ist halt das Sammlerlos. Wohin? Und aussortieren, ich meine, da bin ich immer. Nee, lieber nicht. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt am Pickups ein bisschen Lust und Laune gehabt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.